Was aktivieren wir denn? Etwas, das das Imperium aufhält. Wie heißen Sie, Soldat? Dermico. Der. Imperiale Verstärkung sammelt sich in diesem Sektor. Wir können sie stoppen, aber sie müssen diese Relais reaktivieren. Ja, Mann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Hier muss alles sicher sein. Zu Star Wars Battlefront 2. Schön, dass ihr dabei seid. Wir spielen jetzt hier mit Leia. Bei mir ist es sicher. Und ich merke gerade, sie hat eine sehr starke Waffe. Macht mordsmäßigen Schaden. Zumindest wenn man auf die linke Schultertaste drückt auf der PlayStation. Das verschafft uns Zeit. Del, kriegen Sie das Relais hin? Ich war früher mal Ingenieur auf Großkampfschiff. Kein Problem. An die Arbeit. Wir decken sie. Ja, Ma'am. Also verteidigen, drücke R1, um Del mit dem Truppenschild zu verteidigen. Imperiale Truppen kommen. Aha, das ist also so eine kleine Blase. Also ich war's. Sie haben Sturmtruppen zerlegt. Gehen zum zweiten Relais. Wir bleiben in Kontakt. Das Gebiet sichern! Muss ich aber auch ein bisschen aufpassen hier. Ja, ich krieg das hin. Verstärkung. Werdet nicht leichtsinnig. Oh, das war einer von uns. Oh Gottes Willen. Da wollte einer mich stromschocken. So nicht. Ja, renn direkt vor meiner Linse. Das macht dir überhaupt keinen Schaden. Ah, die hocken sich auch aber immer an der gleichen Stelle hier. Oh fuck. Schützt ja schon. Hat er noch die Blase? Nein, er hat sie nicht mehr. Ja, hast du wieder neuen Schutz. Er hat's geschafft. Sektor gesichert. Danke, Prinzessin. Gut gemacht. Zum nächsten. Versorgen die Relais die ganze Stadt mit Energie? Ja. Bis wir alles wieder zum Laufen gekriegt haben, kann Zeke das Imperium nicht aufhalten. Ah, ist schon sehr beeindruckend hier die Grafik. Also ich freue mich jedes Mal, eine Einzelspieler-Mission zu spielen. Denn die Grafik sieht ja wirklich umwerfend aus. Feindlicher Kampfläufer. Ich brauche hier sofort einen Bomber. Bestätige, Hoheit. Gehen Sie in Deckung. Ja. Der wurde jetzt weggebombt, wie versprochen. Was man aber leider vom Multiplayer-Modus nicht sagen kann. Da ist die Grafik leider nicht so schön. Transporter kommen! Das Imperium lässt nicht nach! Wir denken die Hoheit! Los! Ein weiteres Relais ist sofort deaktiviert. So gut. Das Ding ist praktisch unter Wasser. Ich brauche Zeit. Ich glaube an Sie, Shrimp. Freut mich. Mindestens einer. Finde ich echt sehr nett, dass die Gesundheit hier sich automatisch regeneriert. Nehmt die imperialen Truppen unter Beschuss. Bringt uns zum Relais. Das macht es doch sehr leicht. Weiß nicht, wie das jetzt im Multiplayer-Modus ist. Ich glaube, da generiert sich nichts. Oder doch, doch, ich glaube. Aber das dauert ein bisschen. Ne? Da müsst ihr den nochmal anzocken. Ich habe den bisher nur ein einziges Mal gespielt. Und da habe ich gleich gemerkt, die Grafik ist nicht so pralle. Und ja, es war alles unübersichtlich, weil das eine riesige Map war. Frag mich aber jetzt, welche. Los geht's. So.
Es geht wieder los. Wir müssen das Schild einsetzen. Ein Scoutläufer hat uns eingekesselt. Komm nicht zu Ihrer Position zurück. Beschäftigen Sie sie und Einsatz nicht möglich. Nach dem Ion jetzt sind Sie sicher. Das war ein bisschen zu nah. Was? Von wo kommen die jetzt hier? Achso, das ist hier ein Offizier gewesen, glaube ich. Ich kann ja mal schauen, was das hier ist. Ah, das macht blind. So wie es aussieht. So, und sie hat ja noch eine Spezialfähigkeit, die möchte ich jetzt auch mal einsetzen. Okay, also hat man für einen begrenzten Zeitraum so ein riesiges, schnelles Gewehrchen. Wow, und ich bin gleich tot. Wow, duck dich. Von Naboo einen Ionenimpuls eingerichtet, der jede Bedrohung außerhalb des Palastes ausschaltet. Wird das nicht unsere Waffe? Nicht, wenn wir im Palast sind. Imperiale Truppen unterwegs zum Palast. Halten Sie möglichst lange die Stellung. Was? 70 verbleibende Verbündete? Die Frontlinie verteidigen, heißt es. Baller hier sonst wohin. Wir brauchen nur etwas Zeit. Kann man hier sowas wie einen Raketenwerfer einholen, oder? Wir werden überrannt. Alle zurückfallen. Einsatzziel ist Rückzug, alles klar. Das mache ich doch sehr gerne. Sowas wie ein Raketenwerfer gibt es hier leider nicht. Also ich kann wahrscheinlich das große Ding hier nicht zerstören. Das erst recht, ne? Mit meinen kleinen vorhandenen Waffen wird das hier... Oh Gott, ich renne lieber weg. Was, Bomber? Unsere Rettung? Oh ne, doch, ne. Feindliche Bomber. Oder? Oh ja. Man weiß es nicht. In Arbeit. Die Sicherheitsprotokolle sind überraschend komplex und veraltet. Wir geben Ihnen Zeit, wird aber nicht viel. Keine Sorge, Prinzessin. Es wird reichen. Hier nochmal extra zurückgedrängt hier. Wo ja schon die Kacke am Dampfen ist. Haltet sie von den Toren fern und feuert immer weiter. Immer drauf. Auf die Luzi hier. Und mal eine Granate schmeißen und dann mal so eine Fähigkeit einsetzen. Und nicht sterben, wenn es geht. Prinzessin, der Impuls ist gleich bereit. Gut, wir haben nämlich bald keine Deckung mehr. Ja, jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Richtig. Ich bin bereit. Wir haben super Zeitung. An unserer Position. Der Kampfläufer ist zu viel. Leite Detonationssequenz ein. Keine
Palast. In den Palast zurückziehen. Hohohoho. Sieht aus, als hätten wir gewonnen. Oh, hallo, Hoheit. Gute Arbeit war das. Aber das erwarte ich auch vom Inferno-Trupp. General Kairisian hat's euch also gesagt. Sie haben dieser Allianz eine Menge Schaden zugefügt. Ja, das stimmt, Ma'am. Und das ist unentschuldbar. Ich habe gesehen, was sie tun. Sie sind nicht einfach nur auf der Flucht vor dem Imperium. Die Sache bedeutet ihnen etwas. Stimmt. Wir kämpfen schon unser ganzes Leben. Wir haben zu spät erkannt, dass wir die ganze Zeit für die falsche Seite gekämpft haben. Der Krieg ist längst nicht vorbei. Wir möchten euch helfen, wenn wir dürfen. Wegen Leuten wie Ihnen besteht weiter Hoffnung für uns. Und wegen der Hoffnung werden wir auch siegen. Willkommen in der neuen Republik. Danke, Ma'am. Senatorin Organa ist eine Weile her. So eine Republik ist äußerst aufwendig. Die Jagd auf eine imperiale Flotte auch. Es wird noch aufwendiger, Commander. Ich habe eine Bitte. Einer unserer Generäle ist verschwunden. Die Spur führt nach Takodana, aber er meldet sich nicht mehr. Suchen Sie bitte noch Han Solo. Hey, Mas. Gib mir noch ein paar Grenzlinge. Nein, erst wenn du den letzten Drink bezahlst. Komm schon, du weißt, du kriegst dein Geld. Von dir kriegt man in aller Regel gar nichts. Wo ist mein Wookie? Chewie arbeitet am Falken. Auf Yomark hat's den Langstreckenkommunikator erwischt. Solo, du bringst ihn überhaupt nicht mehr mit. Du machst ihn eben nervös. Ihr zwei habt doch irgendwas vor. Spuck es schon aus. Du weißt doch, alle Geschäfte laufen über mich. Ich treffe einen imperialen Verräter. Er sagt, er kann helfen, die Wookies auf Kashyyyk zu befreien. Kennst du ihn vielleicht? Ich schwöre, wenn du mir hier das Imperium in mein Schloss schleppst... Du weißt genau, ich hinterlasse keine Spuren. Komm schon, hilf mir doch. Hilf Chewie. Ich kenne diesen Mann nicht, aber es ist spät. Und meine Gäste hier werden immer gesprächiger. Danke, Mas. Ich schulde dir was. Du schuldest mir mehr als das, Han Solo. Und vergiss es ja nicht. Ja, und dann würden wir wahrscheinlich in der nächsten Folge hier mit Han Solo spielen. Ja, falls euch diese Folge Spaß gemacht hat oder euch gefallen hat, dann gerne ein Like geben. Damit würdet ihr mich wirklich unterstützen. Was auch noch super schön wäre oder super geil wäre sogar, wenn ihr ein Abo da lassen würdet.
Ansonsten, wie immer, bedanke ich mich fürs Zusehen. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.